Mit deutlich mehr als der absoluten Mehrheit haben die Wahlberechtigten in Niederwürschnitz den Einzelbewerber Matthias Anton zum neuen ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. Er erhielt 57,6% der Stimmen. Anton setzte sich damit klar gegen die Mitbewerber Steffen Kaderreit, Die Linke und Dr. Uwe Landmann Einzelbewerber durch. Sie erhielten 18,2 bzw. 24,1% der Stimmen. Für viele eine kleine Überraschung, auch für Dr. Landmann. Ja, es haben viele mit der Option gerechnet, dass es doch noch eine Nachwahl gibt. Jetzt haben wir ein eindeutiges Ergebnis. Und damit ist es gelaufen. Die gute Nachricht für die Bürger, sie müssen nicht nochmal kommen. Für linke Kandidat Steffen Kaderreit war der Ausgang dagegen vorhersehbar. Wenn man so die Richtung kennt, für die er steht, dann konnte man schon damit rechnen, weil in Niederwürschnitz ist eigentlich die Richtung sehr stark vertreten. Mit Richtung meint Kaderreit zum einen den Hang zu christlich-demokratischen Werten und zum anderen den Willen der Bürger, die Eigenständigkeit der Gemeinde zu erhalten. Das war zentrales Thema der Wahl und dafür stehen Anton und Kaderreit. Nahezu gegen den Willen der meisten Einwohner hatte Amtsvorgänger Rolf Höfer den Antrag gestellt, aus der Verwaltungsgemeinschaft mit der Nachbarstadt Lugau auszutreten und Niederwürschnitz nach Stolberg eingemeinden zu lassen. Dafür hatte sich allerdings Dr. Uwe Landmann weiterhin ausgesprochen. Das Ergebnis ist allerdings eindeutig und wie erste Reaktionen aus dem Ort zeigen, sei das auch nochmal ein letzter Schlag in die Magengrube des Altbürgermeisters. Denn Dr. Landmann steht auch für die Fortsetzung von Höfers Politik. Mit 64% war die Wahlbeteiligung deutlich besser als zur letzten Bürgermeisterwahl im Ort, an der sich nur knapp die Hälfte der Wähler beteiligten.